Heute habe ich mal ein Video, was eine kleine Wiesenausschnitt darstellt, für euch zusammengestellt und will euch erklären, was ich in diesem Video gemacht habe. Das war eine Spontanaktion. Ich hatte Lust auf Frühlingsgefühle und wollte mal einen Wiesenausschnitt machen. Dafür habe ich ein großes Sheet, 76 mal 56, rau geteilt und mache als erstes mit Rüppelkrepp kleine Spritzer diagonal über die Mitte oben, nach oben, um später daraus Blüten bzw. kleine Stauden zu machen mit weißen Blütchen am Ende. Wenn man den Rüppelkrepp besser sehen will, dann kann man auch eingefärbten Rüppelkrepp kaufen oder man färbt ihn selber ein bisschen mit Aquarellfarbe ein. Dann sind die Punkte schneller zu sehen und man kann das besser justieren. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber das ist möglich. Für feine Spritzer ist es sinnvoll, einen Tropfen Wasser dazu zu geben, dann mit der Zahnbürste und einem Spachtel das Ganze aufzutragen, indem man den Spachtel festhält und die Zahnbürste am Spachtel abzieht. Damit das Ganze etwas schneller dann bearbeitet werden kann, habe ich mit einem Zellstofftaschentuch größere Flecken ausgetupft, dann trocknen diese schneller und man kann das Ganze dann mit einem Föhn trocken föhnen, sodass man nicht warten muss, bis der Rüppelkrepp von alleine getrocknet ist. Wie bei jedem Bild ist das mir ein Geschenk, eine Überraschung, weil ich weiß am Anfang noch nicht, was am Ende rauskommt. Ich überlasse da ganz viel dem Zufall. Also ich habe keinen richtigen Plan. Ich spiele einfach etwas rum, was mir und meiner Seele gut tut. Und ich lade euch ein, euch das anzuschauen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich gerne nachmalen. So, jetzt für die Ausführung drücke ich mir Farbe auf meine weiße Palette und dafür nehme ich ein Zitronengelb, ein Ultramarin und ein Kulin oder Cyanblau und zum weiteren Mischen nehme ich gerne ein Permanent Alizarin Karmesin. Damit kann ich die Farben sehr schön brechen. Und dann kann es losgehen. Für den Hintergrund nehme ich einen großen Pinsel und mache erstmal die Fläche etwas feucht. Allerdings nicht über das ganze Blatt, sondern ich mache so keilförmig von den Ecken zur Mitte und nach links unten das Blatt etwas feucht. Somit bleiben weiße Flächen stehen, die nachher die Verbindung zu den Rüppelkrepp- oder Maskierfilmpunkten sind. Und da wird das dann richtig Verbindung aufbauen. Ich habe jetzt mit den Blautönen mir einen warmen Blau-Grauton gemischt, den ich auf die linke Seite einfüge, den ich großzügig spielerisch verteile über die Fläche. Und auf der rechten Seite nehme ich jetzt einen gemischten Grünton aus den Blautönen und dem Gelb, was so ein bisschen wie ein Maigrün wirkt und den Auslauf der Wiese darstellen soll. Oh, ist noch ein bisschen wenig blau, das kann man noch ein bisschen intensivieren, gerade so am Ende
Von dem Blau, da gehe ich noch mal ein bisschen in die Tiefe rein. Das trocknet dir auf und wird dann schön hell. Also, ihr seht, ich habe da kein wirkliches Ziel. Ich spiele einfach und guck mal, was draus entsteht. Das ist dann eine Überraschung wie an Weihnachten. Ich weiß noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Im unteren Bereich, auf der linken Seite, gehe ich jetzt gleich mit kräftig tiefer Farbe ran, die ich mir anmische. Und die bringt dann nachher so ein bisschen die Schattenseite meiner Gräser zur Geltung. Mit dem Sprüher gehe ich an die Ränder von dem Farbauftrag, dass sich das ein bisschen löst und feiner verschwimmt. Dann sieht das malerischer aus. Jetzt mische ich dunkle Farbe nach und intensiviere den Farbauftrag mit einem höheren Ultramarinanteil, was nachher den Schatten darstellen soll. Für die ersten Gräser nehme ich einen Lanierer und ziehe aus der flüssigen Farbe, die auf dem Papier ist, schon mal ein paar Gräser nach oben, um eine gewisse Struktur zu entwickeln. Und die Spritzer, die da entstehen, die kann man nachher mit in die Blüten einbinden. Mit verschiedenen gemischten Grüntönen, die ich mit Gelb und Blau justieren kann, ziehe ich jetzt mal unterschiedliche Arten von Farbhalm in mein aufgetragenes feuchtes Gemisch und verdichte damit diese Gräser. Es macht ein bisschen Arbeit mit dem feinen Linierer, aber es sieht eleganter aus, als wenn das alles so grobflächig ist. Mal gucken, wie weit ich komme. Leider hat sich jetzt so eine Pfütze gebildet. Dadurch, dass das Papier nicht auf der ganzen Fläche nass ist, ist es etwas schwierig, jetzt schnell weiterzuarbeiten. Ich gieße jetzt mal die Farbe runter von dem Papier und nehme sie mit einem Zellstofftuch auf. Und so entstehen Strukturen, die einfach zum Bildexperiment dazugehören. Mal gucken. Vielleicht sollte ich das Ganze noch etwas mit dem Föhn trockenföhnen, damit wir schneller weiterarbeiten können. Ja, erst noch ein paar lange Gräser, aber ich kriege das nicht verteilt. Also ich werde jetzt den Föhn nehmen und das Ganze ja, frei föhnen. Dadurch ist es etwas heller, aber das kann man mit stärkeren Pigmentaufträgen nachziehen und man kann auch so ein bisschen spielerisch die Nasen ins Bild reintreiben und daraus nachher etwas entstehen lassen. Damit so, dass es fast trocken ist, damit man dann die Gräser besser aufziehen kann mit dem Linierer. Jetzt kann ich mit dunkleren Grüntönen über das getrocknete Papier malen
Und so bleiben halt auch die einzelnen Striche schön stehen. Und ein bisschen mühselig, aber es macht Sinn, mit einem dünnen Lineal zu arbeiten, damit die Striche schön fein sind. Und das ist jetzt etwas Fleißarbeit, die Fläche zu füllen über den Rubbelkrepp. Aber so verdichtet sich das Schritt für Schritt. Mal so noch ein Gedanke zu dem Untergrund, auf dem ich male. Ich habe das Papier auf eine Platte gelegt. Das ist eine Kunststoffplatte, die eigentlich aus dem Baumarkt dient als Rückwand bei einer Küche. Die gibt es in verschiedenen Größen, die kann man auch sehr gut schneiden und somit hat man immer eine schöne Auflagefläche, die leicht ist und die auch leicht zu reinigen geht. Nur falls jemand mal wissen möchte, was man da so nehmen kann. Die Gräser können ein bisschen variieren in ihrer Farbigkeit. Die können mal ein bisschen bläulicher sein, mal ein bisschen mehr mit Rot gemischt werden, dann gehen sie mehr ins Bräunliche rein. So kriege ich ein schönes Farbspiel innerhalb des Gräserauftrages. Da kann man sehr abstrakt arbeiten, indem man halt bunte Farben nimmt oder lieber harmonisch und durch das Mischen auf der Palette sind die Abstufungen der Farbe auch sehr fein, weil sie nicht direkt aus den Näpfen sind. Also das kann ich nur jedem empfehlen, selber zu mischen, weil das einfach ein harmonischeres Bild gibt im Gesamtausdruck. Da ich jetzt eigentlich noch nicht so viel Gräser habe, aber ich gerne wissen würde, wo ich die Blüten platziere, fange ich mal an, Punkte zu setzen, die so ein bisschen den Blütenstand darstellen. Dann habe ich schon mal so eine grobe Größenrichtung, wie sich das entwickelt. Dafür kann ich dann mit dem Rot arbeiten oder kleine gelbe Tupfen machen. Und kann das intensivieren und durch die Feuchtigkeit, die im Papier ist, von dem Grasauftrag, arbeitet die Pigmente, arbeiten nach und verteilen sich malerisch in das Bild. Ja, auf einer trockenen Stelle würden sie starr stehen bleiben, aber weil es jetzt feucht ist, läuft das sehr schön. Da seht ihr, das Gelb bleibt mehr stehen, da ist es trockener. Und so kann man da so ein bisschen was reintun. Kleine Spritzer als kleine Blüten, die mehr so im Hintergrund sind. Mal gucken, wie dicht es wird, weil das Weiß, wenn es nachher wegruppelt ist, das gibt ja auch noch Blüten. Ja, auch mit dem Finger kann man die breit drücken, dann werden die ein bisschen feiner. Und ja, noch ein paar, ein bisschen verdichten. Ne? So langsam entwickelt sich daraus ein zusammenhängendes Wiesenteil, was man ja auch gerne pflanzt für die Bienen und für die Insekten, die davon leben. Ja, mit ein bisschen Schatten, mit einem dunkleren Blau angelegt, damit der Grasbüschel mehr zur Geltung kommt und
Für die Mitte, wo die Dunkelheit sitzt, habe ich ein bisschen Flüssigkohle dazu genommen. Das bringt richtig schön viel Dunkelheit. Dann spare ich mir die vielen Farbaufträge und komme schneller voran, weil ich bin sehr ungeduldig im Malen. Das muss immer schnell gehen. Ich will schnell das Ergebnis haben und dann, ja, da muss man schon ein bisschen Gas geben. Also mit Grün und auch das Grün abgetönt, dass es ein bisschen dunkler ist. Dann kommen die Ruppelkreppflächen viel, viel stärker raus. Die kann ich schon sehen, auch wenn ich sie noch nicht freigeruppelt habe. Und ihr seht schon, wie das Grasbüschel immer dichter wird. Und durch das flächige Arbeiten mit einem etwas größeren Flachpinsel, den man hochkant und breit verwenden kann, gibt es lockere Strukturen. Das Ganze föhne ich jetzt etwas trocken und fahre von innen nach außen, so dass, wenn Nasen entstehen sollten, sie von der Fläche wegläuft und später als Bildergänzung oder Bildkompositionsmittel quasi mit eingebunden werden können. Wenn es mal vorkommt, dass die Nasen zu kräftig sind, dann mit einem Wassersprüher ansprühen und mit einem Föhn austreiben, dann werden sie etwas blasser und dienen dann mehr als Hintergrund. Ja, da geht das nämlich ganz gut mit weg. Ja, wird weicher. Eigentlich ist es in jedem Schritt so, dass ich Feuchtgas auftrage, das entweder mit dem Föhn trocken mache oder trocknen lasse. Und dann passiert eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Man intensiviert so lange die Fläche mit denselben Arbeitsvorgängen, bis das Ergebnis so ist, dass man sagt, so, das ist, gefällt mir jetzt da, kann ich mit leben, das ist okay für mich. Und dann hat man das geschafft. Also es sind immer so 4, 5, 6 Aufträge, bis das dann so die Dichte hat, wo ich sage, das gefällt mir jetzt. Merkt schon, ich suche so ein bisschen, wo kann ich noch was machen oder wo würde sich anbieten, etwas noch nach oben weiter auszuarbeiten oder noch einen größeren Stil reinzubringen, damit das Ganze nicht so geblockt ist. Locker, flockig. Ein paar Stauden, die fein strukturiert sind, die Erzweigungen haben, und dann wird das Ganze noch expressiver. Ich denke, so, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann entwickelt sich daraus keine Leichtigkeit, dann wird das starr. Also immer versuchen, einfach dem nachzugehen, was dir gerade in dem Moment einfällt, machen. Hier mache ich ein bisschen mit Schattenfarbe die Blüten in Dreidimensionalität einteilen, indem ich ein bisschen Schatten setze, um sie mehr zu modellieren oder auch zu intensivieren. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt noch eine Farbe nachsetzen, um das stärker zu machen, dann tue ich das. Jetzt haben wir im vorderen Bereich noch eine ziemlich starre dunkle Fläche. Und wenn ich das Grün mit Titanweiß etwas mische, helle ich es auf und kann den Vordergrund dann dementsprechend hellere Gräser draufsetzen, die das noch mehr füllen oder die lichtvoll sind, um noch mehr Spiel zu haben. Also ihr seht, es leuchtet richtig. Aber das macht eher Sinn, so rumzuarbeiten, anstatt die Gräser zu setzen und die dann Hintergrund flächig auszufüllen. Also auf die Dunkelheit ein bisschen hell getönte Gräser draufsetzen.
macht das Ganze noch voller. Jetzt nutze ich einen Teil der Nasen, die da hinten im Bild verlaufen sind, und mache da quasi nochmal so eine kleine Gruppe. Ein bisschen ausarbeiten mit den Gräsern, dass das nochmal wie so ein kleineres Stück im Hintergrund ist. So als Ergänzung hat sich halt jetzt gerade so ergeben, ein paar Schlagschatten, dass das Licht von der einen Seite kommt. Ob das jetzt alles so perfekt ist oder nicht, egal, einfach mal. Hier noch ein paar blaue Blüten mit einbinden, die da irgendwo rauskommen. Na, sieht doch schon ganz nett aus. Ein bisschen ansprühen, damit sie weich verlaufen. Jetzt gehen sie malerisch auf. Jetzt ist es unten inzwischen getrocknet, kann ich da auch noch ein bisschen reingehen. Also ich springe im Bild im Prinzip immer so ein bisschen hin und her, wo ich gerade denke, was Sinn macht. Ja. Ein paar Schatteneffekte noch nach unten ziehen, da eine Verbindung herstellen zu den Nasen, die nach unten laufen. Ein paar Dunkelheiten noch mit in den Gräserbusch reinholen. Da kann auch hier und da mal was nach oben gehen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel macht, dass das von der Mischung her immer noch interessant bleibt. Die roten Blüten können noch ein bisschen mehr Kraft vertragen. Da werde ich noch ein bisschen Rot nachsetzen, damit die noch ein bisschen mehr leuchten. Noch mal ein bisschen nachfüllen. Jetzt, wo alles trocken ist, nehme ich einen richtigen fetten Radierer und rubbel den Rubbelkrepp mal frei.
Wenn ich so die erste grobe Fläche frei habe, wo ich denke, ich habe jetzt alles erwischt, dann gehe ich mit der Hand drüber und schiebe das ein bisschen hin und her, bevor ich dann die ganzen Radier- und Rubbelgrip-Reste wegnehme. Das kann natürlich sein, dass hier und da noch mal was ist, aber das ist auch nicht schlimm. Das lasse ich dann teilweise auch so, weil wenn ich das noch mal überarbeitet habe, dann habe ich noch mal die Chance hinterher, so hier und da was frei zu ruppeln. Also das ist mir schon mehrfach passiert und ich sehe es eigentlich als Vorteil, wenn noch mal hier und da nachträglich was freigerubbelt werden kann. Jetzt nehme ich ein bisschen Hintergrundfarbe, also Schattenfarbe, und modelliere aus dem freien Fläche eine Blüte, indem ich negativ sie umarbeite, und damit es noch mehr wie eine Blüte aussieht. Das gleiche mache ich dann mit dem helleren Hintergrund weiter rechts. Mache ich auch nochmal eine Aussparung, dass die Blüte so ein bisschen Blütenblätter kriegt und damit quasi sich auch besser in das Bild einbindet. Jetzt kann man nochmal wieder mit Gräsern nacharbeiten, indem man die weißen Punkte quasi mit Stiele verbindet, so zumindest im Sichtbereich, damit man ein bisschen mehr die Zuordnung hat, das hier und da, und den Rest macht dann unser Auge von ganz alleine. Noch mal ein bisschen Rot anlösen, die roten Blüten intensivieren, damit die ein bisschen mehr leuchten und ja, ein bisschen extremer sich da reindrängeln in den Vordergrund. Und auch so ein bisschen Form in die Blüte bringen, dass das so aussieht wie leichter Klatschmohn oder sowas. Und damit das nicht so alleine steht, noch mal so ein Punkt irgendwo hinten rein. Da auch noch einen kleinen Punkt. So kleine Verbindlichkeiten. Gefällt mir ganz gut. So, ich bin am Ende. Jetzt gibt es noch einen kleinen Karl Otto drunter und ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht zuzusehen.
wie ich mein eigenes Geschenk fabriziere, locker leicht und ohne große Vorstellung. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid oder meinen Kanal abonniert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.